Okay, los geht's. Als erstes Referenzfahrt. An den Fachkörper. Und warten, bis die einzelnen Achsen referenziert sind. Ja. Dauert ein bisschen. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Hier. Okay, fertig. Das war die Referenzfahrt. Auswahlprodukt. Nehmen wir mal was Einfaches. Bemaßung 1,5 mm Blech, Länge des Schenkels 70 mm, Einstellung des Radius 135 Grad, Einstellung des anderen Schenkels zum Beispiel auch 70. Ganz normales Stück. Dann Fertigung grafisch und Einzelbuch. Die achsenfahrende Position. Maschine ist gestartet und für den einen Hub können wir loslegen. Im Moment sehen wir hier zwar eine Crash-Möglichkeit, aber die Maschine fährt trotzdem. Einfach nur ein Hinweis. Sonst hätte man das, die andere Schiene nehmen müssen, ne? Ja, wir können natürlich jetzt ein bisschen kleiner nehmen. Stoppen. Sagen wir Maß und Produkt. Machen wir den ein bisschen kleiner, sagen wir mal 30. Dann ist er auch weg. Okay. Rechte Taste. Linke Taste. Linke Taste. Er stoppt von alleine auf, als Fingerschutz 15 mm vor der eigentlichen Barriere. Kurz loslassen. Ein zweites Mal draufdrücken fürs Blechklemmen. Bis er automatisch abschaltet. Okay. Okay. Um jetzt den Hub auszulösen, einmal kurz tippen. Das war's schon. Okay.